Immer weniger Landwirtschaftsbetriebe wahren den natürlichen Lebensraum und arbeiten sozial nachhaltig. Denn oft haben sie Probleme. Wer soll den Hof übernehmen und woher kommt das fehlende Kapital? Christian Hiss kam die zündende Idee. Er gründete eine Aktiengesellschaft. Bei der Regionalwert AG geht es darum, dass wir ein Instrument, eine Organisation gegründet haben, mit Hilfe der wir die Landwirtschaft in der Region fördern, verändern, unterstützen können. Zur Regionalwert AG gehören bereits 500 Aktionäre. Sie wollen ihr Geld jedoch nicht nur vermehren. Ihnen sind gesunde Lebensbedingungen und sozialer Wandel in ihrer Region wichtig. Und das bietet Ihnen die Regionalwert AG. Denn bei ihr bekommen Sie die Zinsen gleich in zwei Werten. Einerseits in Geld, wie eine ganz normale Aktiengesellschaft, aber andererseits auch jedes Jahr vorgelegt bekommen, was hat Ihr Kapital bewirkt in der Kulturlandschaft? Wie viele Lehrlinge sind ausgebildet worden? Wie ist die Biodiversität, die Vielfalt auf den Betrieben? Der Regionalwert AG geht es vor allem um ökologischen Anbau und fairen Umgang mit den Mitarbeitern. Auf der Hauptversammlung wird diskutiert, welche Rendite maximiert werden soll. Die soziale, ökologische oder monetäre. Und das soll der Kapitaleigner dieser Betriebe mitentscheiden. Was will er mit dem Kapital? Will er Vielfalt oder Einfalt? Die Regionalwert AG arbeitet wie eine Holding. Sie kauft Bauernhöfe ohne Nachfolge und vermietet diese an Pächter ohne Kapital. Wie diesen Betrieb in Eichstätten bei Freiburg. Vor 3 Jahren wurde der Milchviehstall von der AG gekauft und an Bauer Groß verpachtet. Der Betrieb wird streng ökologisch bewirtschaftet und produziert erfolgreich hochwertigen Käse. Bauer Groß und seiner Familie hat die Regionalwert AG geholfen, eine Existenz aufzubauen. Also es bietet uns die Möglichkeit, hier einen Betrieb zu bewirtschaften, ohne dass wir ihn selber kaufen hätten müssen. Oder gar, ja, wir haben auch nicht die Möglichkeit gehabt, ihn zu erben. Inzwischen gehören der Regionalwert AG neben einem Bauernhof auch Anteile an einem Bio-Großhandel und einem Bioladen. Aber auch eine Schulkantine und andere verarbeitende Betriebe könnten schon bald hinzukommen. Und das Ganze soll nicht nur auf Freiburg beschränkt bleiben. Christian Hiss berät auch bereits andere Regionen, die an der Nachahmung interessiert sind. Es ist ein ganz klares Ideal, eine Vision, dass innerhalb der Regionalwert AG die gesamte Wertschöpfungskette aufgebaut wird. Also Bäckereien können dazukommen, Metzgereien können dazukommen. Ich habe den Eindruck, dass ich jetzt einen Schlüssel in der Hand habe, um wirklich was zu verändern. Ashoka Fellow 2009. Christian Hiss. Regionalwert AG.